Also nochmal ein Plan von mir. Da haben wir zuerst einen Panettone, den muss man aushöhlen. Das ist der Panettone da. Den muss man am Schluss da noch abschneiden. Dann nimmt man einen Gugelhopf und tut ihn da rein. Das ist der Gugelhopf. Dann da in der Mitte ist der Brownie mit den Schokostängeln. Dann tut man alles in den Ofen. Dann kehrt man es eben um und schneidet hier ab. Und füllt da oben rein Vanillecreme. Da. Dann Mango oben drauf und drauf Schlagrahm. Und dann deckt man alles mit einer Schicht mit diesen Florentiner-Gutzli ab. Und wenn man das hat, dann hat man da ja die Unterlage gerade und kann einen Studentenkuchen aus dem Migros anlegen. Und in den Studentenkuchen, den kann man noch so aushöhlen, dass er da ein Loch hat. Da kann noch Kirschigumpfi rein. Kirsi und Mango ist fein. Brownie ist auch fein. Panettone auch. Und Vanillecreme auch. Und Schlagrahm. Mango, nochmal. Oder ich habe zuerst überlegt, ja, der ultimative Kuchen, der hat alle, eben, der hat Sachen zum Beissen, Florentiner, der hat Schlagrahmgeschmack, also der hat alle Beissfestigkeiten, also Panettone beißt sich anders als ein Gugelhopf, ein Brownie oder ein Florentiner oder Schlagrahm. Und alle Gu. Alle Geschmacksrichtungen. Ja. Und so wie er da ist, so tut man dann servieren. Läuft auch nichts aus, oder? Weil unten drin ist ja da der Studentenkuchen. Der hat oben so einen Schocki-Dings. Schocki-Kuchen, Mürbeteig. Mit einer kleinen, dünnen Schicht Gonfi ist das aus dem Migros, oder? Und wenn man den aufschneidet und da so Amarena, Kirsche, etwas drin tut, etwas Süßes, Feines mit ein bisschen Säure. Dann hilft auch dem vielen Schocki und so, dann hat man auch Bock drauf. Ja. Das ist mein Idealkuchen.